Und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, beim letzten Mal war ja dann doch mal eine etwas spannendere Mission, die wir hier hatten, mit unserer kleinen Mesmerin. Und ich hoffe, die nächste wird genauso spannend. Da schauen wir jetzt mal rein. Wir begeben uns auf jeden Fall mal in die Richtung und stellen uns hier gerade mal auf dem Weg ein bisschen durch. Ihr habt Mika geholfen. Mika wird mir jetzt auf ewig dankbar sein, indem er mir 0,00% von diesem Quest gerade schon angerechnet hat. Quest, oh mein Gott. Herzchen-Event. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst nennen soll. Es sind halt, wie gesagt, es gibt nicht nur diese dynamischen Events hier in dem Spiel, sondern auch, feste Anhaltspunkte, dass man irgendwann mal der unwahrscheinliche Zeitpunkt eintrifft, dass wirklich gar nichts auf einer Map los ist. Die Häufigkeit und Größe von den Events berechnen sich nämlich auch nach der Anwesenheit der Spieler. Dann kann man immer noch diese Herzchen-Events machen und sich trotzdem seines Lebens und seiner Erfahrung erfreuen. Ach, ich schnetzel den jetzt hier einfach mal über den Haufen. So. Boah, der hat gerade mit einem Schlag meine kompletten Klone mal weggehauen. Was geht denn dir eigentlich hier? Ja, die Ethin, die mit denen ist echt nicht gut Kirchenessen. Die sind da doch schon ein bisschen resistenter. Ach, da vorne geht's rein. Oh, das ist auch wieder eine Höhle. Das kann doch wieder nicht gut gehen. Na, mal gucken, wer uns jetzt in die Falle lockt. Irgendwie haben hier alle einen Groll gegen uns. Die Asche meiner Vergangenheit. Oh, da lag eine kleine Mieze auf dem Boden. Habt ihr sie gesehen? Viel Spaß bei der Zwischensequenz. Is this the place? I'm eager to get started. It is. Watch your step, though. When we scouted around earlier, it looked like someone or something may have moved in. Countess Anise asked us not to say more than necessary, as this is technically a royal matter. But I think you deserve what truth we can give you. Your parents were spies for the last king of Kryta, Jenna's father. They helped track and destroy White Mantle's cells, saving many lives in the process. And this was their house? Yes. The last message on file from your parents states that they feared White Mantle cultists had discovered their secret. They were planning to flee. The Shining Blade lost contact with them after that. Either they fled to safety, or... Either way, I have to know. Let's go inside. If there are clues to be found, we'll find them here. Okay, unsere Eltern waren also Spione des Königs. Okay. Stay alert. I see Etten signs everywhere, but no Ettens. Okay. Ja, das ist in der Tat ein bisschen Something's komisch. Definitely not right here. Es ist zu ruhig. Es ist wirklich eindeutig zu ruhig hier. Okay. Wo, was, wie, wann? Ach du Scheiße. Kommen sie ja gerade alle. So. Hinten kriegt jetzt auch mal ein bisschen was ab. Boah. Die sind ja wirklich überall. Jetzt eigentlich ein Target, dachte ich. So. Ach, da hinten ist auch noch einer. Wenn wir die mal so niederschnetzeln hier. Stehen geblieben, stehen geblieben. So. Und Rums. Oh, die Wächter sind schon echt geil. Die gefallen mir. So. Ich muss immer noch nach da oben, gehe ich von aus, oder? Ja. Okay.
gibt doch wieder nix hier. Wir werden doch schon wieder alle getötet, ich sehe es doch. Oh, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Warum können es nicht mal Schmetterlinge sein? Das ist der einzigste Satz im Übrigen, den ich mir aus Harry Potter merken kann. Auch wenn ich weiß, er war ein bisschen anders. Ich werde ihn jetzt mal für mich ein bisschen entfremden und abändern. Ja, dieses brennende Schwert hier ist auch ein Relikt aus Guild Wars 1 im Übrigen, nur falls ihr euch wundert. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Skin auch später mal hier im Spiel regulär irgendwo zu finden gibt. Wo muss ich eigentlich hin? Muss wahrscheinlich hier oben irgendwo rein. Oder wieder ganz viele Leute auf mich warten und mich umbringen wollen. Man kennt es ja mittlerweile. Ist alles voll da drinne. Oh, jetzt muss ich auch noch kurz husten. Scheiße. Ich unterdrücke es. Ah. Verdammt. Oh. Was? Das hat jetzt nicht wirklich Sinn gemacht. Someone else has moved into your family's house. The faster we wipe out these vermin, the sooner we'll find what we came for. Vor allen Dingen, warum ist hier eine Höhle genau in dem Haus von unseren Eltern? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was meinen Eltern zugestoßen ist hier. Ja, okay, ich glaube, wäre ich an ihrer Stelle, ich will es auch wissen. Da ist ja noch eine Spinne. Sag mal, habe ich die nicht gesehen beim Reinkommen oder ist sie da auch erst von der Wand runtergekommen? Deswegen müsste ich mir, glaube ich, mal einen anderen Heal-Skill reinmachen. Der ist jetzt gerade nicht so optimal. Da ich meine Illusionen direkt wieder zerschretter. Moment. Das mache ich direkt mal. Bup, 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 bup. Und ihr seid live dabei, wie ich mir einen neuen Heal-Skill kaufe. Kaufe ich mir den neuen Heal-Skill für 3 Punkte oder kaufe ich mir hier unten was? Was haben wir denn hier noch? Jetzt gerade nichts Spannendes. It's clear to me now. Kaufe ich mir mal hier das, den Mantra-Skill. Der muss erst aufgeladen werden. Das einzigste Mantra, was ich gut finde. Das Heal-Mantra. Das sind Grabsteine. Sollten das vielleicht die Grabsteine von unseren... Alter! Ihr glaubt doch ohne, dass ich da nah rangehe. Seid doch echt bescheuert, ihr. Kann ich mich nicht mehr bewegen? Boah. Jetzt teilt sich die Große auch noch in die Kleinen auf. Ah nee, die Große ist immer noch da. Alter. Ich glaube, das war jetzt doch eine echt blöde Idee. Genau jetzt den Heal-Skill zu ändern. Meine Güte. Warum verliere ich denn als mehr Leben? Bin ich irgendwie vergiftet worden von ihr? Aber gut, das sollte sich dann jetzt doch ausgehen. Boah, ey, wenn ich so ein Ding im Keller hätte. Doch echt einen Schaden hier mit euren Riesenspinnen. Ich hasse Spinnen. Boah, Mann. Und dann lasst ihr sie auch noch genau vor mir runterkommen. ArenaNet, ich muss ein ernstes Wort mit euch reden. Ist ja schlimm hier. Der Name auf diesem Grabstein ist zu verwittert, um leserlich zu sein. Aber den Grabspruch kann ich noch erkennen. Die Inschrift lautet: Geliebte Frau, hingebungsvolle Mutter, getreue Dienerin Krytas. Es war unser Lebenswerk, eine bessere Welt für unsere Kinder zu schaffen. Möge unser geliebte Eris Nox so vorfinden.
Oh, das scheint dann wohl der Grabstein von unserer Mutter gewesen zu sein. Die Inschrift lautet: Drei große Freuden gaben seinem Leben Erfüllung. Seine Frau, sein Land und über allem anderen sein Kind. Mögen alle Götter unsere geliebten Eris Nox segnen und beschützen. Okay, das sind auf jeden Fall die Grabsteine von unseren Eltern. It seems the white mantle found your parents after all. I'm so sorry. I'd always hoped my parents were still out there, waiting to find me. That's a hard dream to give up. But at least now I know. They gave their lives to defend Kryta against one of its oldest, greatest enemies. I'm sure they'd be proud of you. These gravestones, though, who placed them? Friends, perhaps? Fellow agents? We may never know. It was likely the same people who rescued you and took you to safety in Divinity's Reach. I want to thank you both for finding this place, and for telling me as much as you could. All my life I've wondered, and now I finally have peace. My friend, this was never just another mission. Helping you with this has been our pleasure, believe me. We'll meet again, I'm sure of it. Until then, stay safe. Ja, sehr emotional gerade. Lest König Shannas Brief. Ach, jetzt kriegen wir auch noch... Is it just me or am I amazing? Du bist einfach so. So, zum Thron gerufen. Heldin von Shaemor. Auf Wille und Befehl von Königin Janna von Kryta werdet ihr offiziell aufgefordert, euch am königlichen Hof einzufinden. Begebt euch eilendst zum Thronsaal ihrer Majestät in Götterfels. Man wird euch dort willkommen heißen. Mögen die sechs Götter, bis wir uns wieder begegnen, stets über euch wachen. Gräfin Anise. Okay. Was sagt die Uhr? Dafür haben wir noch Zeit. Okay, was haben wir hier? Wow, das ist um einiges besser. Kraft, Zähigkeit. Ich will aber gerne den Zauberschaden behalten. Menno, und das magische Gespür habe ich dann auch nicht mehr. Wie sieht denn der Scheiß eigentlich aus? Okay, das sieht so aus. Nee, ich werde mir das hier mit der Kraft dann holen. What to do now? Und wir haben ein Level Up. Natürlich werde ich mir den Skin auch wieder übertragen, dass ich die... Wobei, es geht eigentlich vom Aussehen her mit der Brust da oben drüber. Ja, es gibt wenigstens hier hinten nicht solche Clipping-Fehler wie beim alten. Und wir... Eieiei, wir haben hier unten auch noch jetzt den nächsten Skill-Slot freigeschaltet. Irgendetwas, was nützlich sein könnte, wäre zum Beispiel das hier. Gewährt alle 10 Sekunden einen zufälligen Segen. Und wir können noch einen Punkt hier verlernen in den Eigenschaften. Dann haben wir da auch 10. Und können uns hier eine weitere Eigenschaft aussuchen. 10% höhere Chance auf kritische Treffer mit geistigem Wrack. Schrei der Frustration gewährt Vergeltung. 3% mehr Schaden für jede eurer aktiven Illusionen. Verzerrung gewährt Reflexion. Von euch gewirkte Verwirrung hält 33% länger. Und bei 50% Lebenspunkte werden alle eure Zerschmetterfähigkeiten wieder aufgeladen. Ich werde von euch gewirkte Verwirrung hält 33% länger nehmen. Weil hier hinten nämlich dann auch noch kommt, dass all unsere Zerschmetterfähigkeiten Verwirrung auslösen. Und dann haben wir die Gegner praktisch dauerhaft in diesem Zustand. Und der ist echt nicht schlecht, also der macht einen Haufen Schaden. Ich möchte ihn nicht missen, sagen wir es mal so. So, was ich aber jetzt auf jeden Fall noch tun werde, ist nach Götterfels teleportieren, sobald ich mir da unten den Portpunkt geholt habe. Wenn man hier schon mal in der Nähe von so einem Ding ist, dann sollte man das auch gerade mitnehmen. Da oben steht Abaddon. Weiß er nicht, dass Abaddon von uns umgebracht wurde? Ist aber auch ordentlich abgestiegen. Vom Gott zum ja, AFK-Steher in Guild Wars 2. Schön. Das ist meine Karriere, die ich nicht so wiederholen möchte. Abaddon ist im Übrigen der Gott, der von Cormia abgelöst wurde. Und ganz ehrlich, Cormia war in Nightfall sowas von unnütz. Ab der Hälfte vom Spiel war sie blind und man hatte sie ständig im Team und sie hat einfach nichts gemacht.
Gar nichts. Sie hat mit Auto-Attack, wenn überhaupt, mal angegriffen. Und das war's. So, ich gebe mir einen ab. Und die Person wurde nachher ein Gott. Also. Aber jetzt treffen wir uns erstmal hier mit der Königin. Viel Spaß bei der Zwischensequenz. Your Majesty, Captain Thackeray. I was summoned? Indeed. I'm glad you're here, my friend. Kryta needs you once more. You know I'll do anything I can to help. What's the problem, Captain? There's a swamp in southern Kryta called Lichcroft Mere. The area's been hit hard by our war with the Centaurs. Most of the lumber there goes to build catapults and defenses, so it's common practice to use strips of marsh moss instead of firewood on cold nights. However, the Seraph have brought me recent reports that risen undead, servants of Orr, have been seen in the swamp. Risen? The dragon's minions? If they're in the swamp, anyone who goes in there would be in great danger. Precisely. The three orders of Tyria are pushing to be involved, but can't agree on a plan. While they bicker, my people are at risk. Hero, I have summoned you to act as advocate of the Crown. I want you to meet with the orders and take charge of the situation. You'll be dealing with the Vigil, the Durman Priory, and the Order of Whispers. All three specialize in fighting Zaitan and its minions. However, they all use different methods. It'll be your job to decide which plan is best, and then act on it. You will have the full authority of the Crown to handle this situation. Will you accept this task, Hero? Your Majesty, I will. I'm honored to serve Kryta and my Queen. Thank you. Go, and meet with the Order representatives as soon as possible. I look forward to your report. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann werde ich auf jeden Fall mit dem Orden der Gerüchte zusammenarbeiten, weil die fand ich in Guild Wars 1 schon am coolsten. So absolut verschwiegen und sind auch die einzigsten, die jetzt noch wissen, wie man nach Elona und Kanta kommt im Moment. Könnte also von Vorteil sein, wenn wir das irgendwann mal erfahren könnten. Vielleicht vor der nächsten Expansion schon. Gut, aber das ist ein Stufe 21 Quest, wir sind 20, das würde wahrscheinlich schon gut gehen. Oh Gott, das ist ganz da unten. Es würde wahrscheinlich schon gut gehen, aber ich werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen hier in den Kessex-Hügeln aufhalten und werde dort ein paar Events machen. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder, wenn wir da unten die Vorstände von diesen drei Organisationen treffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Guild Wars 2. Bleibt anständig und bis dann!